So, meine Damen, meine Herren, da sind wir wieder zurück in Weißlauf. Das Spiel hat sich wirklich aufgehängt in der letzten Folge. Also ich bin dann, als es geladen hat, noch kurz rausgegangen, irgendwie schnell mal in der Küche, mal eben schnell mir einen Toast gemacht und so. Und es war immer noch am Laden, als ich wieder da war. Und dann dachte ich mir, ach komm, leck mich am Arsch. Ich schließe das Spiel jetzt und der Taskmanager von meinem Windows hat gesagt, ja, das Spiel ist abgestürzt. Also, aber da wir nach unserem Verkauf ja nochmal in unserem neuen Anwesen waren, haben wir ja quasi kurz davor gespeichert, ey du alter Bettler. Ihr seht schlimmer aus, als ich mich fühle. Hier, nimmt ein Goldstück. Oh, vielen Dank. Mögen die Göttlichen euer gütiges Herz segnen. Ja, ja, machen sie, machen sie. Geschenk aus Nächstenliebe, sehr schön. Aber so. Sicher. Und jetzt sind wir endlich wieder mal in Briesenheim. Und meine Töchter warten mich bestimmt schon. Naja, auf jeden Fall der Hase. So, ach, herrlich, 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 herrlich. Herrlich, was ist das da? Nix, das sind nur Traumfänger. Oh, okay. Mädchens, Papa ist da. Kaninchen. Hallo. Papa. Ich habe was für dich, Lucia. Ein Geschenk für mich? Ja. Echt? Ja. Und zwar habe ich nicht. Habe ich nicht. Oh, ich habe was Süßes. Hört auf, mich zu ärgern. Ja, okay. Hallo, Sophie. Hm? Passt auf euch auf. Haben wir hier eine Truhe? Bienenstockhülle. Cool. So die ganzen Sachen, die die Mädels immer finden, ne, und da reintun, das finde ich ziemlich cool eigentlich. Da sind drei Süßkuchen drin. Zaubertrank der ewigen Magicka. Oh, das nehme ich mit. Die finden einfach mal ein Silberdiadem mit Mondstein. Natürlich. Natürlich. Das ist mal da drin, weil das können wir eh nicht. So. Stellen wir. Ihr wart ein gut. Klar. Gebt mir so mal bitte, viel Gold, wie ihr möchtet. Das Erz, gib mir mal die Drachenknochen und die Drachenschuppen, gib mir mal das Ebenerz, gib mir mal die Eisenbarren, Eisenerz, Golderz, Herzstein kannst du behalten. Ansonsten, was hast du noch so, was ich dir abnehmen könnte? Die Sturmklaue nehme ich dir ab, die Spitzhacke behältst du und den Stab der Eisstacheln nehme ich dir auch ab. Sehr gut. So, dann mal los. Hier, einmal unter Sonstiges und dann ablegen. Das. Und das und na gut, das nicht, aber das auch nicht, das möchte ich noch, das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. So, das, das nicht, die kommen auch mal weg. Warte mal, hier Kinderpuppe kann weg. Kleiner Seelenstein, bla 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 bla. Machen wir hier. Ach ja, den ganzen Körbe. Der Korb kann ganz weg. Lexikon kann weg. Kann weg. Die sind zwar nicht so groß alle hier. Das Erz will ich auch. Das Erz kann auch weg soweit. Der Mammutstoßzahn meine ich. Mondsteinerz. Das kann ich alles gleich noch in dem Schmelzofen mal. Ne? Und so. Netzschleder kann auch weg, denke ich. Hier die ganzen Barren können weg. 5 Rubine kann weg. So, der Saphir kam weg. Silberbarren, die ganzen Barren können alle weg, die brauche ich nicht. Das Mark kann weg. Stahlbarren. Stielriem, Stahlrim, das lasse ich mal hier. Winziger Seelenstein. Ja, 100.000 Seelensteine und okay, perfekt, das war's. Jetzt kann ich mich schon mal wieder vernünftig bewegen. Jetzt habe ich hier, hier war nichts drin. Hier war was drin. Waffen, nicht wahr? Ja, Waffen sind hier drin. Merunes Klinge. Treffer können das Ziel mit geringer Wahrscheinlichkeit töten, finde ich sehr, sehr geil. Wabajak, naja gut, okay, Waffen. Ich habe hier ein paar. Und zwar habe ich hier die blutskalten Klinge. Bogen der Nachtigall. Stab des Eisstachels, Stab der Inspiration, die Sturmklaue. Gut, das war schon mal etwas. So, Bekleidung. Habe ich hier noch etwas, was ich weglegen möchte? Halskette, Hinrichtungskappe.
Maskerl sicher. Anhänger. Seltsames Amulett. Kann ich nicht weglegen. Ansonsten hier die Maske kommt unbedingt noch weg. So. Schon mal das. Was habe ich denn hier alles, was noch so viel... Also meine ganzen Zutaten, die ich hier habe, die kommen auch alle weg. Alle weg. Zutaten. So. Weg. 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 Oh. Fallwurzeln hole ich mir gleich wieder. So. Truhe. Fallwurzeln. Zum Glück wird das ja... Dings hier Fallwurzeln. Eins. Drei Stück brauche ich. Drei Fallwurzeln. Weiche die Fallwurzeln ein. Wo auch immer ich die Fallwurzeln einweichen soll. Mir auch egal. Gut, okay, das war das. Was sagt denn 258? Ich habe immer noch total viel. Davon abgesehen, dass ich hier in den Bekleidungen noch total viel Sachen habe. Dass eigentlich alles noch verkauft werden muss und soll. Was habe ich denn an Waffen noch hier? Alte Nordspitzhacke, ja, ja. Ist okay, ist okay, ist okay, ist okay, ist okay, okay. Das ist ja alles kein Gewicht hier. Ja, 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 okay, das ist alles kein Gewicht. So, was haben wir hier unter Sonstiges? Unter Sonstiges ist... Ach ja, genau, das ganze Erz. Das kommt noch weg. Was kommt hier nochmal rein? Hier haben wir die ganzen... Genau, die ganzen Zutaten. Zaubertränke hier. Also, weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Zaubertrank der Ausdauer behalte ich, 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 behalte ich. Halt alle Krankheiten. Nö. Hab ich bis jetzt noch nicht gebraucht. Weil so viele, also Malertränke brauche ich eigentlich auch nicht, ne? Also, kann weg. Kann weg. Kann weg. So. Mann, habe ich bis jetzt auch noch nicht gebraucht. So. Hier habe ich drei, die 75 heilen. Habe ich überhaupt zu viel? So. Den behalte ich mal. Das ist übrigens sure. So wie beim letzten Mal. Den kann weg. Wasserwandel ist auf dem Wasser zu gehen. Ziemlich cool eigentlich. Kann aber auch weg. So. Leichte Rüstung verstärken. Steigert die Fähigkeit leicht so 65 Punkte um 9 Punkte. Stellt 20 Punkte wieder her. Ziemlich cool eigentlich. Und Unsichtbarkeit. Lass ich auch mal hier. Gut. Das war schon mal das. Habe ich hier noch was? Ich habe irgendwo noch Bücher. Das weiß ich. Ich glaube, Bücher habe ich hier drin. Ich kann noch ganz viel. Das ist zwar nicht notwendig, aber das nervt mich halt tierisch. So, die brauche ich alle nicht mehr. Besitzurkunde des Haus Seeblick. Ah, die behalte ich meinetwegen. Obwohl, oh, die kann auch weg. So, weg, weg, weg. Gut, kann nicht weg, 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 weg. Töte dich vor dem Schlechter. 11 Mal, kann weg. Weg, weg, weg. Na gut, kann ich weg. Katris Tages kann nicht weg. Na gut, dann nicht. Weg, 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 weg. Kann ich das lesen? Jetzt habe ich es gelesen. Und weg. So. Ich glaube, ich ein bisschen Platz habe. Alles klar, das war schon mal das. Sehr gut. Jetzt, warte mal, wie spät ist das? Es ist genau 2 Uhr morgens. Gut, dann schlafen wir jetzt. Und wenn wir geschlafen haben, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Enter. Bis 9 Uhr morgens, dann sollten die Geschäfte offen sein. Verkaufen wir nochmal alles, was wir verkaufen können. Was wahrscheinlich nicht mehr so viel sein wird. Und ach ja, die... Das bisschen Blut... Papa. Hi! Das bisschen Blut verhindert ja immer noch unseren erholsamen Schlaf. Ich glaube, das kriegen wir auch nicht mehr raus. Hi! Ich habe hier einige... Ich sage nicht, wollt ihr euch schützen oder Schaden austeilen? Bekleidung, Hinrichtungskapuze... Ey! Klingen, Helme... So ziemlich alles, was ihr braucht.
Nur das ganze Erz hier will ich ja gar nicht. Waffen, was haben wir hier, was ich dir noch verkaufen kann? Nichts, nicht wahr? Richtig nichts. Vergesst nicht, auch drinnen reinzuschauen, falls ihr etwas braucht. Schmelzhütte. Sonstiges. Sehr gut. Sehr gut. So, das kommt gleich nochmal. Kennt ihr meinen Vater? Nein. Aber wir sind die Folge schon wieder 10 Minuten alt und wir haben noch nichts gemacht. Wir haben kleine, so, die besten Waffen und Rüstung. Was hast du? Nix. Kleidung auch nix. Waffen kann ich dir auch nichts geben. Gut. Dann. Es ist schön, mit euch Geschäfte zu machen. Nochmal nach Briesenheim, meine. Nochmal nach Briesenheim. Schön am Trainieren, die Mädels. Das finde ich gut. So, sonstiges. Dann haben wir hier jetzt nämlich das Ebenerz kann weg, das kann weg. Die Eisenbarren können weg. Die können weg. Zwei Goldbarren. Karte der Drachengräber. Malachiterz. Quecksilbererz. Stahlrim, das, wie gesagt, das behalte ich mal. Fehlter Malachit, Fehlter Mondstein. Sehr gut. So, jetzt sind wir bei wieder 182. Das ist doch annehmbar. Absolut. Der große Baum im Park sieht irgendwie traurig aus. Ja, ich weiß. So, jetzt gehen wir noch zu Beletor. Gucken, was wir ihm noch so unterjubeln können. Beletor, wir waren lange nicht mehr bei dir. Seht euch nur gründlich um. Ich bin sicher, ihr... Hi. Werft einen Blick darauf. Werft einen Blick darauf. Oh, Bekleidung. Und zwar auch 751, ey. Also. Das. Und das. Jetzt noch eine... Jetzt noch was für 40. Noch was für 40. Okay, der Zuschlag geht an die Silberkette. Bitte kommt wieder. Habe ich, mache ich. Irgendwann, bestimmt wieder. So, das war das schon mal. So, gut, dann hätten wir das hier soweit gemacht. Dann speichere ich jetzt. Und wo kam ich denn... von Windhelm. Da, soll es sein. Perfekt. Kann ich direkt machen. So, ich hoffe, dass es jetzt klappt. Komm schon. Ja, sehr gut. Geil, hat geklappt. Wunderbar. So, wir sind wieder da. Was machen wir jetzt weiter? Wir sind jetzt im vollen Gang. Also, ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal hier das Kolbjörn-Hügelgrab. Ich denke, das ist eine ganz gute Idee. Hi! Gut, du redest nicht mit mir. Das ist ja nur so eine Sidequest, die wir aus dem Buch gekriegt haben. Ich denke, ich hoffe, dass die ganz schnell gemacht ist. Dass wir so langsam mal anfangen können. Apropos, war ich hier die Fallwurzel? Wunderbar, wunderbar. Oh, da ist schon wieder hier... Fette Party. Hier ist schon wieder ein Eismagier. Oh, geil. Zähle das nämlich auch mit. Ich glaube, der Funken. Okay, das ist... Ihr seid tot. Was? Echt? Bin ich? Ich sehe nicht. Gut, ich habe hier ganz schön einen reingehauen. Ich kann jetzt nicht wirklich von dem Ding... Gut, das war alles. Mehr brauchte ich nicht. Stellen wir es natürlich nicht in der Nähe, warum auch. Unser erster Kampf heute in dieser Folge. Wie schön.
Da stellen wir, wunderbar, wir sind wieder zusammen. Habst du das Gefühl, hier Rahmenfels war mal... Oh, da leuchtet was, das will ich haben. Gebt mir die. Und die will ich auch haben. Nice, perfekt. So, dann erstmal das M und hier entfernen. Und hier ist das Hügelgrab. Huch, wer bist du denn? Hallo. Altes Mauerwerk. Gold, Fallen und Knochen. Moment, du greifst jetzt nicht Stenbar an, oder? Nein, sehr gut. Oh, okay. Den haben wir mitgenommen. Braucht ihr etwas? Hi. Was ist bloß mit euch los? Mit mir? Was ist mit euch los? Tut mir leid, gerade waren ein paar Hawk-gesichtige Feiglinge da, um mich zu verhöhnen. Es wird wohl nicht schaden, es euch zu sagen. Ihr seht ziemlich ehrlich aus. Oh, danke. Mein Name ist Ralis. Ralis Sedaris aus Gramfeste. Auf mich wartet ein Finanzier drüben auf dem Festland. Hat mich hergeschickt, um ein paar seltene Antiquitäten aufzutreiben. Die Relikte von Azidal. Aber die Sache hat sich blitzschnell zum Desaster entwickelt, das kann ich euch sagen. Okay, warum? Was ist passiert? Wer ins nördliche Aschland kommt, erwartet gar nicht, dass alles glatt läuft, wisst ihr? Aber das hier war nicht ganz mein Fachgebiet. Als ich anfangs nach Kolbjorn kam, war es nicht einmal zu sehen. Unter der Asche begraben, wie das meiste auf dieser verfluchten Insel. Ich habe einen Haufen von dem Zeug fortgeschaufelt, der höher reichte als mein Kopf, bloß um das Hügelgrab zu finden. Wer weiß, wie viel, um die Tür zu erreichen. Na, noch ein bisschen. Ausgrabungen sind nicht unbedingt meine Spezialität. Und selbst wenn, die Aschestürme wehen die Grube schneller wieder zu, als man graben kann. Warum stellt ihr nicht ein paar Bergleute aus Rabenfels an? Glaubt ihr, ich hätte so viel Gold? Nein. Ich werde erst bei Lieferung bezahlt. Kann's mir nicht leisten, hierfür 1000 Septime aus eigener Tasche zu löhnen. Man braucht Gold, um Gold zu machen. Und so weiter. Es gibt eine Menge davon zu holen, aber ohne etwas Startkapital komme ich nicht ran. Ja, genau. Nee, ich habe etwas Geld. Such dir nach einem Geschäftspartner. Was? Meint ihr es ernst? Ja, ja. Also, ich glaube, das könnte ich hinkriegen. Um die Einzelheiten können wir uns später kümmern. Wenn ihr das Gold organisiert, organisiere ich erstmal die Ausgrabung. Habt ihr das Gold? Natürlich. Alles da. Nun denn. Sieht aus, als läge ein gutes Stück Arbeit vor mir. Ich gehe nach Rabenfels zurück und treibe ein paar Bergleute auf. Sobald wir etwas einigermaßen Ansehnliches gefunden haben, schicke ich euch Nachricht. Gut. Es ist eine Freude, mit euch Geschäfte zu machen, Partner. Wir sehen uns bald. Ja, ja, sehr gut. So, okay, dann müssen wir einfach warten. Bis da was passiert. Oh, hier, Herzsteinlager, sehr gut. Das nehmen wir einfach mal mit. Kann ja nicht schaden. So, und ich meine, wenn wir unsere mindestens 1000 Gold nicht wiederkriegen von hier dem Typen, dann bringen wir ihn einfach um. Easy going. So. Also. Müssen wir hier in Frostmotte? Nein, Telmetryl auch nicht. Hier ist das, da ist das. Weiche die Pfahlwurzeln am Quellgewässer von Hastad ein. Wunderbar. Skaldorf, da müssen wir auch noch hin. Aus Prinzip. Weil Dorf ist Dorf. So, ich denke, von hier aus kommen wir ganz gut zum Tempel von Mirak. Und dann machen wir die Hauptquest weiter. Und da wir ja sonst nichts anderes mehr haben, macht es schon Sinn.
Da waren wir auch noch nicht. Wollen wir das... Wollen wir Rodolfs Haus noch eben erkunden? Ich denke, ja. Ich denke, ja. Aber dann... Dann machen wir uns auf in Miraks Tempel. Beziehungsweise wir sind auch schon bei 20 Minuten. Ich denke mal, das Haus hier... Oh, das sieht aber ein bisschen kaputt aus. Das werden wir jetzt in der nächsten Folge uns mal begutachtend erkunden. Oh, guck mal, ganz viele Bullen. Ah, die töte ich, glaube ich, diesmal nicht. Obwohl sie halt echt ein cooles Gelee bringen. Aber egal. So, also bis zur nächsten Folge. Bis morgen. Ciao.